Hi, ich bin Saki. Mittlerweile macht es mir wahnsinnig viel Spaß, auf meinen Wanderungen mit Ultraleichtausrüstung unterwegs zu sein. Weniger Schmerzen, weniger Energieverbrauch, kürzere Regenerationszeiten und dadurch insgesamt viel mehr Genuss. Und da ich schon immer ein Gear-Junkie war, macht es mir natürlich wahnsinnig viel Spaß, auch im Ultraleitbereich nach neuen Ausrüstungsteilen zu suchen und diese auszuprobieren. Heute stelle ich euch zwei leichte, wärmende Daunenjacken von der japanischen Firma Montbel vor. Wenn ich bei gemäßigten Temperaturen wandere, dann trage ich zumeist leichte Wanderschuhe und Socken, eine leichte Wanderhose mit abnehmbaren Hosenbeinen, ein Funktionsshirt, je nach Witterung, entweder mit langen oder mit kurzen Armen. Und wenn es zu kühl wird, dann noch zusätzlich einen Fleece-Pullover. Im Rucksack trage ich aber noch immer etwas mehr Bekleidung mit mir. Ein paar Ersatzsocken, um abends auf jeden Fall immer trockene Füße haben zu können. Und lange, dünne Funktionsunterwäsche, um im Notfall auch trocken im Schlafsack liegen zu können, wenn alles andere nass geworden ist oder aber auch, wenn es zu kühl ist für den mitgenommenen Schlafsack, ob absichtlich oder unbeabsichtigt, dass man noch was extra anziehen kann. Und dann habe ich immer noch eine Ultralight-Daunenjacke dabei, um mich abends im Lager aufzuwärmen und vor Kälte schützen zu können. Meine Daunenjacke hier ist super klein verpackbar. Sie wiegt in der Größe XL gerade mal 272 Gramm und ist mit hochwertigen 800er Daunen gefüllt. Ein extrem nützlicher und trotzdem leichter kleiner Ausrüstungsgegenstand. Jetzt habe ich bei Montbel jedoch eine ziemlich ähnliche Jacke gefunden, die mit hochwertigen 900er Daunen gefüllt ist und sogar noch ein paar Gramm weniger wiegt, der EX Light Down Anorak. Die japanische Firma Montbel gibt es bereits seit 1975 und dort hat man sich auf leichte und ultraleichte Ausrüstung spezialisiert. Und mit dem EX Light Down Anorak zeigen sie, was sie können. Er wird in einem extra Packsack geliefert und nimmt ziemlich wenig Platz im Rucksack weg. Selbst das hier kann man im Rucksack noch weiter komprimieren. Das wirklich Unglaubliche ist jedoch das Gewicht. Ich habe hier gerade mal 259 Gramm in der Hand und das schon in der Jackengröße XL und mit dem Packsack. Und das ist wirklich wahnsinnig wenig, wenn man weiß, was für ein prima wärmendes Kerlchen hier drin steckt. Frisch aus dem Packsack gezogen ist die Daunenfüllung natürlich erstmal ordentlich komprimiert. Das gibt sich aber ganz schnell wieder. Ja, ich ziehe ihn direkt an. Und wie ihr seht, handelt es sich um einen Anorak mit halbem Reißverschluss, der über den Kopf gezogen werden muss. Und nach wenigen Sekunden sieht man auch schon, wie sich die enthaltenen Daunen wieder aufbauschen. Und das merkt man auch direkt, weil einem direkt nach dem Anziehen sofort wärmer und wärmer wird. Enthalten sind, wie gesagt, qualitativ sehr hochwertige 900er Daunen mit einem Füllgewicht von 85 Gramm. Das heißt, ein Drittel des Gesamtgewichts der Jacke entfällt hier auf die Daunenfüllung. Und Montbel garantiert auch, dass für ihre Produkte keine Daunen aus Lebendtropfung verwendet werden, was ich ausgesprochen wichtig finde. Puh, jetzt wird mir schon fast zu warm. Aber solch eine Jacke hat sich eben als perfekt gezeigt, wenn man den ganzen Tag wandernd unterwegs war und dann abends im Lager der Körper langsam zur Ruhe kommt und deswegen anfängt zu frösteln, weil er sich jetzt nicht mehr bewegt. Beim Wandern selber wäre die Jacke viel zu warm, dafür ist sie aber auch nicht geeignet. Denn um solch ein geringes Gewicht zu erreichen, besteht sie aus recht dünnem 7D Ripstop-Nylon. Das fühlt sich zwar super seidig weich auf der Haut an, könnte Rucksackgurten, die den ganzen Tag darüber reiben, aber wohl nicht allzu lange widerstehen. Da muss man sich auch nichts vormachen, das ist ein Ultraleichtartikel, der zugunsten des Gewichts eben etwas vorsichtiger behandelt werden muss. Der EX Light Down Anorak ist eine Jacke abends fürs Lager, für längere Pausen, wenn man zwischendurch nicht auskühlen will, oder als Zusatzoption im Schlafsack, weil der mitgenommene Schlafsack etwas zu leicht, zu wenig isolierend gewählt wurde. Entweder unbeabsichtigt, weil das Wetter umgeschlagen hat, oder auch beabsichtigt, wie es auch viele Ultraleichtfreunde machen, weil man die Jacke direkt mit eingeplant hat für die Wärme in der Nacht, um Gewicht zu sparen. Geeignet für gemäßigte Temperaturen von drei Jahreszeiten, würde ich sagen. Obwohl, wenn es etwas kühler ist und windiger wird, reicht mir eine solche Jacke häufig auch immer noch aus. Denn ich kann ja Funktionsshirt und Fleece-Pullover noch darunter tragen und sogar noch meine Wind-Regenjacke, die ich sowieso auch immer dabei habe, noch darüber ziehen. Dann ist man wirklich sehr warm angezogen, ohne besonders viel Zusatzkleidung mitnehmen zu müssen.
Eine Regen- oder Windjacke überzuziehen ist sowieso immer eine richtig gute Option, wenn es sehr kalt wird oder sehr windig ist. Denn der Anorak ist ja quadratisch gesteppt und die Nähte sind durchgehend. So würde man dann auch entstehende Kältebrücken verhindern. Der EX Lite Down Anorak trägt sich wirklich wahnsinnig angenehm. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn man von einer warmen Wolke umgeben ist. Denn dass man eine Jacke trägt, merkt man bei dem Gewicht nicht wirklich. Um sich so richtig einzumummeln, kann man den für eine ultraleichte Jacke, übrigens recht robusten Reißverschluss, schließen. Und dann hat man einen sehr hohen Wärmekragen rund um den Hals. Und dann gibt es ja auch noch die wärmende Kapuze, die sich für eine Ultraleichtjacke echt prima einstellen lässt. Dafür gibt es am Hinterkopf einen Klettverschluss, mit dem die Kapuze nach hinten gezogen werden kann. Und hier vorne kann ich mir das Ganze dann noch etwas weiter zuziehen. Wärmer eingepackt geht es ja schon gar nicht mehr. Ach doch, die Hände. Denn der EX Lite Down Anorak hat hier vorne eine super durchgehende Känguru-Tasche, also eine Tunneltasche, die durchgehend ist. Und so kann man sich die Hände natürlich super aufwärmen. Und auch der Saum hier unten kann winddicht verschlossen werden. Und das geht sogar aus der Känguru-Tasche heraus, ohne die Hände herausnehmen zu müssen, denn dafür hat man so zwei Bändel hier. Ansonsten wäre noch zu erwähnen, dass die Jacke DWR beschichtet ist, also wasserabweisend. Ja, das ist der EX Lite Down Anorak, ein Spitzenbegleiter für den Ultraleichtwanderer, denn das Gewichts-Wärme-Verhältnis ist einfach nur genial. Man sollte jedoch nicht glauben, dass es nicht noch leichter geht. Denn jetzt kommt das Gewichts-Wärme-Flaggschiff von Montbel, das Plasma 1000 Down Jacket, das mich absolut geflasht hat. Schaut euch das an. Ich möchte nicht sagen, nur halb so groß, aber viel fehlt da nicht mehr, oder? Ich habe hier jetzt nur noch unglaubliche 163 Gramm in der Hand, eigentlich fast gar nicht mehr zu spüren. Und auch hier drin verbirgt sich eine Daunenjacke und ich kann nicht gerade sagen, dass man in der schnell zu frieren beginnt. Das ist der Wahnsinn. Das Ding hier wiegt nochmal fast 100 Gramm weniger als der EX Lite Down Anorak. Also raus mit dir, zeig dich. Ja, und das ist das Plasma 1000 Down Jacket. Auch diese Jacke wird sich ratzfatz aufbauschen. Und ich muss sagen, ich habe mich viel auf dem Markt umgeschaut und ich habe nichts Vergleichbares gefunden, was genau so leicht ist. Also 163 Gramm in der Jackengröße XL, das ist eine Kampfansage, definitiv. Da muss man im Rucksack schon suchen, wo die Jacke ist. An dieser Jacke ist wirklich alles auf ultraleicht getrimmt. Das fängt schon mit dem recht dünnen Reißverschluss an. Da muss man unten beim Zumachen schon schauen, was man tut. Dafür ist der komplett durchgehend. Man hat hier also eine richtige Jacke, die man auch mal offen tragen kann. Und auch diese Jacke zeigt einem sofort, wofür sie da ist, um ihren Träger zu wärmen, denn das macht sie ganz hervorragend. Sie besitzt zwar nur ein relativ geringes Füllgewicht von 45 Gramm, dafür wird hier aber eine unglaublich hohe 1000er Down-Qualität verwendet. Das ergibt ein unübertroffenes Wärme-Gewichtsverhältnis. Obwohl ich sagen muss, ein paar Gramm mehr dieser super Down-Qualität hätten sich wahrscheinlich nicht groß im Gewicht wiedergespiegelt. Nichtsdestotrotz kann ich aber nicht meckern. Als ich diese Jacke zum allerersten Mal angezogen habe, war ich total begeistert, denn mit solch einer Wärmeleistung hätte ich bei solch einer kleinen, dünnen Jacke nicht gerechnet. Ich würde sagen, auch eine 3-Jahreszeiten-Jacke, die aufgrund ihres geringen Volumens und geringen Gewichts auch prima mit anderen Bekleidungsschichten kombiniert werden kann und bei sehr kaltem Wetter eine super praktische Zwischenschicht ist. Das Gewichts-Wärme-Verhältnis ist unschlagbar und die 1000er Füllung hat einen genialen Loft. Ja, ansonsten wären als einziges Feature wohl nur die flexiblen Ärmelbündchen zu nennen. Denn auf alles andere wurde hier aus Gewichtsgründen verzichtet. Keine Taschen, keine Kordeln, keine Kapuze. Obwohl, das mit der Kapuze finde ich bei dieser Jacke gerade besonders interessant. Denn in der wärmeren Jahreszeit brauche ich abends im Lager keine Kapuze und so kann ich eben nochmal extra Gewicht und Volumen einsparen. Für mich ist diese Jacke die Nummer 1 Ultraleichtjacke für Abende im Lager in der warmen Jahreszeit. Denn leichter und mit weniger Volumen kann man solch eine Wärmeleistung nicht hinbekommen. Das ist Ultraleicht par excellence. Auch hier kommt das gleiche leichte 7D Ripstop-Gewebe zum Einsatz, das ebenfalls wieder eine wasserabweisende DWR-Schicht besitzt. Im Regen sollte man mit solch einer Jacke aber trotzdem nicht herumlaufen.
Ja, das sind meine beiden neuen Ultraleicht-Schätzchen im Outdoor-Schrank. Natürlich beide nicht mit einer warmen, dicken Winter-Downing-Jacke vergleichbar, aber dafür sind sie auch gar nicht gemacht. Obwohl, wenn man sie übereinander zieht, die hier drunter, die drüber, habe ich auch schon ausprobiert, dann trägt man schon ein kleines Wärmekraftwerk, das auch mal für den Winter geht. Ansonsten aber eben zwei absolute Wärmegewichtsmonster, perfekt für den Ultraleitbereich. Macht's gut!